ich immer nicht so ganz verstehe. Jedes Mal, wenn du das Spiel laden tust. Dann taubst du so besoffen auf. Das ist aber Zeit im Schulfest. Das bin ich. Sven war mir ein guter Freund all die Jahre. Ich weiß. Verzeih, dass ich nicht hier war, um ihn zu verabschieden. Er wurde geliebt. Das wurde er. Wir ehren ihn, denke ich, am besten, indem wir den Clan erhalten. Wie dem auch sei. Du brauchst wahrscheinlich was, hm? Was kannst du mir heute anbieten? Das gefällt dir wohl ganz gut. Es betrübt mich, dich wegzunehmen, aber du wirst mich stolz machen. Und mal gucken, dass wir da wegen die fehlenden Sachen updaten können. Falls wir dann doch mal wechseln. Das kann ich dir besorgen, klar. Schon, das geht noch. Der Götter würdig. Ich denke, das war's dann fast da. Halt, ne? Ist es das, was du suchst? Dass der Kassettiermöglichkeit gibt, was. Raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Okay. Aber dann kann man doch schnell Reise machen, oder? Wo war das? Was ist denn das Ding? Doch hier, ne? Da. So weit weg.
jetzt dabei, oder? Ach, jetzt auch nicht, ich muss mit der reiten oder so. Das ist doch langweilig. Ey. Ach komm. Für was hast du denn die Schnellreise, Bangle? Sollst halt mit Schnellreisen. So, komm, heute Baby. Nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Granta Brickshire zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. So sind wir schon wieder überall Felsen. Schon ob die alte Mühle da hochkommt. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es hier selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Kommt vielleicht mit der nächsten Konsolengeneration, dass man da auch was riechen kann. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London. Und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Die haben renoviert hier. Ja, man sich rein damit fährt rein. Sieh mal eine an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet, östlich von hier. Direkt am Ufer.
Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht deine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Das ist klar, dort, Lager hier. Das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Was? Was ist das? Was liebst du? Wo ist der kleine Knecht da? Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also schlag zu. Wo ist jetzt so her? Wir Magni sein Pferd. Ich hoffe, du nimmst das Pferd, dann kann ich mit meinen reiten. Gibt's hier irgendwas? Kiste. Lass mitnehmen, was kaputt ist. Alles voll. Oh, schön mit euch. Mein Pferd. Ist das verpisst oder was? So, auf geht's. Reinschleichen. Bitte, bitte. Ach komm, rein doch den kleinen Hügel hoch. Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Granterbrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas. Zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Tiglag, Mermed und Eilats will je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Der. So.
Ich bin schon gewonnen aus der Weihnachtsfristen an. Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben. Sieh dir das an. Ist da jemand durstig? Du willst dich wohl unbedingt besaufen, was? Ich will. Worauf willst du hinaus? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich, Wolfsmahl gegen Tischmarkt. Ach komm, Randvi, uns fällt etwas Besseres ein als Tischmarkt. Dann Metkönigin. Also gut. Ich kann die Scheiße wir. Einfach nicht. Wunderbar. Sorry doch. War nicht so. Aber Randvi war besser. Oh shit. Ach komm. Randvi, lass nicht nach. Warum? Das war ja klar. Ich kann den Kack einfach nicht. Noch mehr und ich ertrinke. Ha! Ich bin die Metkönigin, Vernichterin der Wölfe und Fässer. Ich hab doch gesagt, ich trinke dich unter den Tisch. Oh. Bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Ach, Randvi. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Ach, man sieht es. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Ja, ciao. Randvi, komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise. Und Monster, doch hier nicht besoffen oder das Gefühl, du hast Magnis Herz durchbohrt, Randvi. Was soll ich sagen? Es war nicht das erste und wird nicht das letzte Herz gewesen sein. Ich nenne dich Randvi. Schrecken der Räuber. Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Sunifa hat mir diesen Turm beschrieben. Ein verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Nach einem aufregenden Tag, willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuerlust ist fürs Erste gestillt. Es wird Zeit für eine Pause. Jetzt schon? Ich habe mich etwas gefragt. Du und Soma, wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Nein, ich meinte, ist zwischen euch etwas vorgefallen? Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Das finde ich enttäuschend. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch gewagt. Eivor, umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Ein wahrlich beflügelndes Bild. Ich werde so tun, als hätte der Wind deine letzten Worte verschluckt, Randvi. Wenn du meinst.
Bett ein. Sieh mal dort, das muss der Turm sein. Auf zur Brücke. Redest du dich da so leicht? Das hat mein Pferd gar nicht gesagt. Da oben. Das ist runter rüber rauf, oder? Lass mich raten, als würde es den Turm noch hochklettern. Wir parken mal hier, ist das in Ordnung? Ich weiß, was du vorhast. Ist. 213 Meter da unten? Kriegt man den da oben? Nicht gewusstet. Er ist so schön wie in Sunifas Geschichten. Stell dir nur vor, wie er ausgesehen haben muss, als er neu war, vor Hunderten von Wintern. Manchmal, wenn ich mir eine Karte ansehe, stelle ich mir vor, wie kleine Menschen mit ihren kleinen Waffen durch das Land streifen. Und wenn ich diese Ruinen sehe, denke ich an die Menschen von damals, wie sie lebten, nicht ahnend, was einst aus ihren Monumenten wird. Du hast eine blühende Vorstellungskraft. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor. Ich hab's gewusst. Sind da nicht Fische oder so? Na los! Pass auf, wo du hingreifst. Diese Steine sind alt und verwittert. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum, aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet und viele Langschiffsspanten vernagelt. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. Oh Mann. Kommen wir jetzt nach Hause. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Fellen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomsvikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja. Wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft.
Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Lass mich jetzt abblitzen. Deine Gefühle ehren mich, Randvi. Aber deine Freundschaft bedeutet mir zu viel. Sei nicht enttäuscht. Es gibt kein größeres Lob. Natürlich. Vielen Dank. Es tut mir leid. Du musst dich nicht schämen. Das bleibt unter uns. Im schlimmsten Fall hatten wir einen wunderschönen Tag als Freunde und verwandte Seelen. Das ist mehr als genug für mich. Ich würde gerne hier verweilen, wenn es dir nichts ausmacht. Aber gern doch. Randvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein. Und lässt dich einfach hier. Aber keine Engpeinige Schad. Und zwei Bändchen. Oder? Kampfschaden, Betäubung. Feuerwiderstand, schon nicht schlecht. Ich hoffe, dass du in die Siedlung zurück bist, ne? Dass ich dich als Zahnarzt suchen darf. Ne, ich hab da gerade zwei Einsätze, oder? Hab ich da mehr gekriegt? Schwerer Schaden. Schleichangriff, Nahkampfwiderstand. Oh. Ich dachte, das wäre verbunden. Egal. Hey. Eivor, Eivor? Ich bin gleich zusammenscheißen, weil es aber ein paar abgehauen ist. Schön, dich zu sehen. Hallo? Hallo? Eivor. Randvi, warum bist du gegangen? Wir hätten gemeinsam zurückkehren können. Das hätten wir, aber ich war ruhelos. Ein stiller, einsamer Spaziergang klärt den Kopf. Und du schnarchst ein bisschen, wie ein kranker Bär. Du lügst doch. Ich hatte viel Freude, Eivor. Danke für deine Gesellschaft und für deine Freundschaft. Ich danke dir für deine. Nun, sollen wir weitermachen? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So. 90. Abgeschlossen. 130, 250. Was gibt es als Belohnung? Was ist denn das Upgrade? Oh, ich mach das doch. Was ist mit Oxenafort hier? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ach, ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort.
sehr gut. Dann sollte ich zu meinem Bruder. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Oxenafordshire teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Gut. Das ist das hier, okay. Proviant immer voll. 700 Meter. Komm her, alter Clever. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Mal schauen, wo die Seite ist. Ja. Soldaten in Bereitschaft. Was ist geschehen? Du hast jetzt Ruhe drin. Wenn wir rausfinden, wie wir da reinkommen, dann. Aber, klar, man kann ja nicht Schloss aufschießen. Mal mit. Wo haben wir jetzt hin müssen? Ich hab doch da das da. Ich vermisse bestimmt keinen, oder? Warte mal. Ja, warte. Eine Schenke. Das muss sie sein. Kann ich gerade? Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen großen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tan Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dänen. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Kannst da schön haben. Du scheinst diesen Gedrick zu respektieren. Wenn er mit meinem Bruder sprach, dann nur, weil er das Beste für diesen Schier will. Vielleicht bist auch du eine Frau, die Oxenafort Schier freisehen will, auf dass es selbst über sein Schicksal entscheide. Eine Frau, die sich für ihr Dorf erhebt und sich nicht von den Stiefeln der Unterdrückung zerquetschen lässt. Ich hoffe, so bin ich. So eine Frau würde mir helfen, Gedricks Freunde zu finden. Da hast du wohl recht.
Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Vermutlich verstecken sie sich in einer der Fischerhütten. Dankeschön, geh doch. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Entlang? Zur Hölle! Ja, genau, macht dich nützlich. Mit dem Vorteil. Dann wird es nicht mehr dauern. Hör auf. Du hast dein Leben. Oh. Stopp, stopp. War alles nur Spaß. Diese Soldaten sind extrem angespannt. Riecht wie eine Fischerhütte. Ein gutes Versteck. Halt! Warte! Alan Wasahalan, Abel. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam, und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexe fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexe. Und um sie zu bekämpfen, hast du dein Schwert einem kleineren Tarn zugesichert, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabel und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Mir kommt er vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Niemals. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz Englerland herrschen. Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesichtszügen. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren und... Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen.
Könnt ihr kämpfen, Jungs? Das Loop, glaube ich. Wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Ah, ich bin ausbrechen, oder? Sehr schön, macht das schon. Schönes Stück. Ich erwarte keinen. Das ist schon tot. Sigurd, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht, wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin! Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher! Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen! Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred! Das lassen wir nicht zu! Herrin, es besteht kein Grund für Blutvergießen. Wir alle wollen Frieden für Oxenafortgir. Wir finden sicher eine Lösung. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Trost? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. So. Dann müsst du dazu kommen. Was haben sie dir angetan? Was hast du dir da wieder eingebrockt? Wendet mich los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen! So, mein Stammbein. Gut, schon wieder! Leide! Überrumpelt den Hohlkopf! Du wirst dich Würmer nähren, du Hasenfuß! Bleib stehen und stirb! Deine
verdammte Dämonenbraut ist entkommen! Ich hätte mit euch gekämpft. Ihr hättet mich befreien sollen. Gedrick, das ist Eivor, meine unbeugsame Schwester. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Du wolltest Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Zankt euch später. Edwin hat die meisten Tane des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Oxenafort bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Was hat denn da drin? Wie früher, Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Basim sprach? Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Sprich dein Rätseln, Bruder. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind fast auf die andere Seite. Was da, hey? Du sprichst dein Rätsel für dich. Ja, sind wir doch schon fast da. Überblicke das Land, Freundin. Sie, oder? Du sprichst in Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herr... Da ist die Verhandlung. Diesen Wachen entgeht nichts. Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Diese Untertanen Lady Edwins haben ihren Schwur dem Schier gegenüber gebrochen. Alles Lügen! Schweig still! Sie sind angeklagt und zweifellos schuldig, unsere gesegnete Lady Edwin verleumdet zu haben, das Volk aufgehetzt und sich zahlreicher ehrloser Taten schuldig gemacht zu haben. Wer wird Edwins nächstes Mal machen? Nee, was? Eine Rebellin! Richtet sofort die Gefangenen hin! Rette uns! Wir können helfen! Seid achtsam, wir schaffen das! Die Glocke! Komm, Brüder, beenden wir es! Das wird uns nicht verlassen. Kommt von der Seite!
im verdammten Käfig auf. Ich bitte dich. Mach ich doch schon. Der Dreck schickt mich. Verschwinden wir von hier. Auf geht's. Steht hier wie angewurzelt da. Mann, ja, das habe ich verpisst. Dort können wir uns in Ruhe unterhalten. Wir haben jahrelang an der Seite des verschlagenen Aldermanns gekämpft. Nun will uns seine Witwe an den Kragen. Seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist in Buckingham und wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite, auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus Wessex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gedrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst eine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke, die Verrückte? Wenn du meine Hilfe willst, Bruder, dann erkläre dich. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürth aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Gedrick davon. Und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Hey! Da ist da was in der Nähe. Hä? Wo ist das? Warte mal, das können wir jetzt abwählen. 900 Meter? Wieso sehe ich das da nicht? Ach, da. Schau mal. Können wir hierher reisen? Die Skalden sagen, Eivor sucht Krieger für Raubzüge. Hier bin ich. Komm mit mir. Mögen Gold und Ruhm unser Met und Fleisch sein. Ach, keine Soldaten weit und breit. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Oder? Okay, das ist nicht jetzt. Der schlecht zur Alte? Gibt's da eine Gute oder was?
Sie ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war Ölkrüge, Rottenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie! Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Man bemerkt, wie die immer zusammenzucken, wenn jemand voll ist. Das wäre schön. Zwei Fertigkeitspunkte. Wie gesagt, machen wir doch hier gleich, ne? Wo muss ich jetzt hin? Was ist das da? Nee. Hä, was war das? Töte das Ziel. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Nach St. Albers. Er wartet bei Lindfeld an der Ostgrenze von Oxfordshire. Was gibt es? Lindfeld, wo ist denn Lindfeld da? Hierher? Noch daher reisen. Gütiger Herr, das ist nicht gut. Passt da drüben auf, Männer! Oh, Christus im Himmel! Gedrick bat mich, euch zu helfen, wann immer ich kann. Edwins Soldaten setzen uns schwer zu. Wir sind für jede Hilfe mehr als dankbar. Ach du Scheiße. In Gottes Gnade! Gott verfluche dich! Das ist der Schatz. Hey, von den Seiten strengt euch an. Für Gott! Ich feige dich aus! Na, blöd, der doch den Nummer.
fest, schläft niemand. Willst du im Heu herumschweinchen? Was? Ich bleib lieber wach. So. Hier sollte ich vorsichtig sein. Wie oft, dass er das schon gehört hat. Ah, im Gebüsch versteckst du dich, ey. Jesus, höre meine Liebe! Jesus, Alter, das nächste Loch. Fordern. Nein, nein! Kann ich jetzt nicht, oder? Das neue Leder! Das sind auch noch Beine. 14 Stück haben wir. Was zum Beißen. War noch was? Eivor, du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat karg und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla.